Füße zum Watscheln. Und der gelbe Pinselstrich am Bauch zeigt uns, dass es ein Königspinguin ist. Halt, der Schnabel fehlt ja noch. Und fertig ist der Pingu. Anschließend geht Pingu in vielfacher Ausführung ins Studio, wo sein Erfinder Ottmar Gutmann Trickaufnahmen mit ihm macht. Diese Trickaufnahmen werden anschließend zu einem Film aneinander montiert. Mit dem Finger merkt sich Ottmar, wo die Figur gestanden hat. Jede Figur hat eine etwas andere Fußstellung, die hintereinander einen Doppelschritt ergibt. Kopf und Flügel werden von Hand eingestellt. Ein Rechts-Links-Schritt sind 8 Figuren. Das entspricht 8 Filmaufnahmen. Hier seht ihr, wie das langsam aussieht. Hier schneller und hier mit normaler Geschwindigkeit. Jetzt muss Pingu auch noch Pinguinesisch lernen. Hier bespricht Ottmar mit dem Sprecher Walter Kramski, wie sich das anhören soll. Die Pingu-Sprache kennt keine Worte, ist aber leicht zu verstehen. Wir haben Ottmar gefragt, ob er sich als Pingus Vater betrachtet und ob es Ähnlichkeiten zwischen beiden gibt. Pingu ist eine künstliche Figur mit einem lebendigen Herz, einem echten Herz. Das schlägt und empfindet wie ein Mensch. Ja, natürlich hat er sehr viel von mir drin. Das ist ganz klar, weil ich mich bei der Arbeit bei mir tue, orientiere, in meiner Jugend, meiner Kindheit, da hole ich das hervor, was ich wieder hier brauche für die Darstellung von Pingu. Insofern hat eine gewisse Ähnlichkeit. Im Februar könnt ihr bei Pingus Schlittenfahrten im ZDF wieder mit dabei sein.